Hey Leute, was geht? Prunz und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Heute gibt es die erste Freistoß Discard Challenge im FIFA 21 Ultimate Team, bei der es für den, der die schlechteren Freistöße schießt, richtig teuer werden kann. Denn wir haben beide einen Lionel Messi im Team, der wird alle Freistöße schießen, der kann discarded werden. Wir haben Once-Watch-Karten, Inform-Karten, andere teure Karten, die können alle discarded werden. Mein Gegner heute ist Tabak. Servus Leute, ich bin's, Mr. Tobacco. Ich bin heute hier, um keine Packung zu kassieren. Hoffentlich, drück mir den Daumen. Das sollte klappen. Freistöße, ja, sind immer so ein Ding. Wir haben auch eben kurz über unsere Teams geredet, da haben wir beide rausgefunden. Wir waren dumm. Also man sieht gerade die Teams, wir waren ja beide dumm. Was haben wir für Torhüter da reingestellt? So lustiger. Wen hast du nochmal? Du hast Kepa, gell? Ja, und du hast Trapp, ne? Ja, genau. Also ich weiß jetzt nicht, wer der Schlechtere im FIFA ist. Hä? Wir hätten so neue reintun können, irgend so ein Icon Thunder meinetwegen. Aber Bruder, ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich komplett gejoked. Einfach Courtois inform, da wäre glaube ich kein Freischuss reingegangen, so groß wie er ist. Aber ja, gut, Fair Play, wir haben beide einen schlechten Keeper, so können relativ, einen schlechten in Anführungszeichen, bevor jetzt irgendwie Trapp-Fans hier haten. auf jeden Fall, ja, 10 Freistöße werden wir gleich jeweils schießen mit Lionel Messi. Man darf nicht zweimal nacheinander den gleichen machen. Schießt man den ersten unter der Mauer durch, darf der zweite nicht unter der Mauer sein, ist der zweite zum Beispiel ein angedrehter, darf der dritte nicht angedreht sein. Also man muss von Schuss zu Schuss immer nacheinander einen anderen machen. Und ja, sobald man was anderes gemacht hat, darf man den von davor wieder machen, bla bla bla. Wir gehen einfach rein. So, das Ganze läuft jetzt so ab. Man stellt sich dahin, wo man den Freistoß haben möchte. Ich nehme den jetzt ungefähr hier am Halbkreis. Dann wird man gefoult. Und ja, jetzt kann ich mir selber aussuchen, wie ich schieße. Tabak darf seine Keeper stellen. Er darf aber niemanden auf die Linie tun, kein Verteidiger. Mauer darf bewegt werden und springen. Das wird tricky. Also wenn du den Keeper in die andere Ecke stellst, hast du natürlich Risiko, dass er ins Torwart-Eck schießt. Bro, ich hab Angst. Ich hab Angst. Nein, er schießt schon. Nein! Hilfe! Ja! Und da ist der erste Ball. Und er geht perfekt ins Torwart-Eck. Lionel Messi, was ein Start, Mann. Direkt auch Time Finish getroffen. Ja, Mann. Ja, Mann, wir sind da. Scheiße. Ey, deswegen finde ich die Regel so geil, dass man Keeper stellen kann, weil dann kann man halt auch verladen werden. Digga, du bist wie so eine Hyäne, du wartest nur, dass sich den Torwart so ein bisschen bewegt und du drückst direkt aufs. Direkt als er einen Schritt gemacht hat, kam der Strahl. So, jetzt bin ich dran. Danny spielt mit mir. Fuck, das war schlecht. Bitte. Ja! Ja, Latte Vorstreifer! Wie krass war der denn? Digga, hab ich gerade Latte Pfosten getroffen? Einfach Latte, Pfosten, Hand vom Keeper, alles war dabei. Oh, jetzt muss ich überlegen, ich darf halt keinen normalen ins Torwart-Eck machen. Ich dürfte mit dem Außenriss ins Torwart-Eck. Das wäre eine Option. Oder angedreht ins Torwart-Eck. Das ist die andere Option, das probiere ich. Angedreht ins Torwart-Eck. Nein! Ach du Scheiße. Nein. Bro, das Ding ist, du hast viele Optionen, gell, in deinem Petto. Bro, ich kenne normalerweise nur diese eine Option, deswegen für mich wird es ein bisschen schwieriger. Aber egal. Ladies and Gentlemen, zweiter Versuch. Bewegt Danny sein Torwart. Ein bisschen. Welchen hattest du eben angedreht, ne? Ja, genau. Was jetzt kommt. Oh, wow! Ja, schon wieder diese Scheißlatte, Mann! Zweimal! Ja, was machst du für Sachen? Ich weiß selber nicht. Ja. Ich weiß nicht. Ich hab nochmal nach rechts bewegt, bitte, Bro! Ja! Ausdrehsreichstuss, ja! War der nicht rot time finished? Das sah für mich rot aus, nee, gell? Ich glaub nicht, also ich glaub nicht. Ich hab wieder Chirapchi auf den Augen, Alter. Nee, das wäre nicht reingegangen, denke ich. So. Boah. Alter, Ausriss. Boah. Ja, oh, der letzte Schritt vom Torhüter, der hat's noch gemacht. So. Nochmal Latte? Noch einmal Latte, Digga, wäre nicht schlecht, gell? Bewegst du den Tor? Nein. Oh, Baby. Ja, Mann, der sitzt. Let's go. Digga, das war gerade. Oh yeah, man, ich mach wie Messi. Oh, ich bin ein bisschen nervös. Aber gut. Das ist ehrlich dumm, wenn man noch so mit dem Keeper hin und her geht. Ein bisschen faxen, Mann. Man darf das nicht machen, weil sobald er angeschießt, kann man ihn dann nicht mehr steuern. Da ist man einfach, weiß nicht. Dann kann man nur zugucken, wie der bei Safe reingeht. So, letzter Freistoß dieser Halbzeit. Mal gucken, was man hier machen kann. Oh, ich hab Angst, Digga. Du bist so richtig nah, mein Tor. Oh, Scheiße, du hast. Nein, was mache ich? Wie schlecht! Okay, das war echt der schlechteste des Tages. Ich dachte, der wird jetzt richtig gut gedreht. Der konnte ja gar nichts. No. Okay, Mann. Hey, Männer, was machen wir jetzt? Das Ding ist, das ist Scheiße mit dem Keeper. Ich mach nichts auf. Bitte.
Das war Torwart-Eck, okay. Das war zu schwach. Flach ins Torwart-Eck einfach. War auf jeden Fall wichtig, dass ich Keeper nicht aus der Ecke rausgeholt habe, sonst wäre ich da am Arsch gewesen. Ah, da hast du mich genommen eigentlich. Da habe ich ihn. Nein! Da hat er den Schritt zurück gemacht! Ja, aber ganz ehrlich, der kam trotzdem gefährlich. Der sah sogar aus, als würde er reinfliegen. Ja, die Hälfte der Freistöße haben wir nach dem Schuss beide durch. Okay. Also, ja. Ich schau mal, ob ein bisschen was bewegt den Torwart. Ah, nee, Mann, ich will keinen Fehler machen. Ich will nicht dieses Risiko ein. Ach, scheiße, Mann. Ja, ja, ich habe auch einen kleinen Schritt wieder zurück gemacht. Aber das ist auch ohne Kraft. Torwart-Eck so oben rein ist echt nicht so leicht. Meiner war eben auch voll ohne Kraft. So. Jetzt habe ich im Kopf, dass du mich hier verarschen willst mit deinem Torwart. Hast du da was vor? Ich hab Angst. Oh, nein. Der könnte. Das ist schief gegangen. Das ist schief gegangen! Wie knapp! Oh, diesmal hast du nicht den Schritt noch zurückbekommen. Nee, Mann, war ich zu spät. Aber da war das Torwart-Eck auch sehr lange offen, muss ich sagen. Ja. Ah, stark aber. 3-1. Alter, das ist ein zweites Cut bis jetzt. Boah, der kommt aber schon schön, Digga. Boah, aber ein anderer Keeper hätte den vielleicht auch noch gekratzt, ne, muss man sagen. Irgendwas habe ich gerade gemacht. Komm, Baby. Digga! Die Abwehr! Die Mauer ist da, die Mauer ist groß. Du machst auch noch Millimeter Feinjustierung, ne? Mhm. Ich muss probieren, jetzt ein bisschen mehr Kraft mit dem Außenriss. Nein! Er hat das so gerade so. Oh mein Gott, wie knapp war das denn? Komm, Keeper. Was mache ich? Ich muss mir was überlegen jetzt. Oh! Wie viel Kraft? Der war L1, ne? Ja, der kam gar nicht schlecht, von Insel her. Ich hab mich wie doll war der? Diese L1-Freistöße haben gleich Potenzial in diesem FIFA. Der kam mit 1000 km/h, mein Keeper hat nur geguckt und gestaunt. Wie war es mit L1? Nein, was macht er? Nein, du bist nicht gesprungen! Was? Ach, Scheiße. Ich dachte, du machst L1-mäßig und dann haut er plötzlich durch die Abwehr. Das ist ein Schlingel. Ich war komplett ohne L1 gegangen. Ich wollte lässig unter der Mauer durch, in die Ecke, wo der Keeper nicht ist. Aber wenn die Mauer nicht springt, dann ist es schwierig, dass er unter durchgeht. Kurz Angst gehabt, dass die Seite jetzt offen ist. Keeper, bitte. Keeper. Ja! Oh, Bro, die kommt zu leicht, gell? Scheiße. Aber der war, glaube ich, sogar auch gegen die Mauer. Das sah irgendwie aus, als wäre danach noch ein bisschen hochgeflogen. So, 20 Meter. Was hast du hier schon wieder vor für Sachen? Ein bisschen Aerobic, Dancing Queen. Das sind jedes Mal dieselben, das sind jedes Mal dieselben, die klappen, das sind jedes Mal die gleichen einfach als Torwart, ey. Mein Torwart ist echt nicht dafür gedacht, sondern eher für Let's Dance, Mann. Was macht er denn? Ja, ach du Scheiße. Der stand aber gar nicht so übertrieben schlecht diesmal. Ich habe diesmal viel mehr Kraft benutzt. Am Messi haut das Ding rein, Alter, der ist eiskalt. So wie Loredana grüßt genauso. Scheiße. Bitte bedacht schießen. Nein! Ja! Das ist der Keeper, Mann! Also, wie du lacker! Ja! Boah, diese L1-Schüsse, die kommen echt gut. Boah, 5 Tore wären schon viel. Sag ich, wie es ist. 5 Tore wären viel. Boah, warum zittere ich dann auf einmal so? Digga, mach nicht wieder Torwart, Eckmann! Nein, gedreht? Nein, er ist viel zu zentral, der Larry. Jo! Das war nicht Torwart-Eck, das war ein schöner Dip ins andere. Der ist wirklich schön reingedippt, Alter. Und der hat sich gut gesenkt, aber ich hab richtig gezittert, ey. Ich hab voll lange gebraucht. Ich weiß nicht. Du springst auch nie mit der Mauer, ne? Du denkst auch, jeder kommt flach. Nee, Digga, gar kein Problem. Weißt du, was ich mir gerade denke, einfach nur? Du sagst, du zitterst schon beim Schießen. Was glaubst du, wie ich gleich zitter beim Discarden, Mann? Digga, ich liebe deine Mauer. Wirklich, deine Mauer ist einfach Liebe. Nein, der ist safe drin jetzt links, ne? Ja, ja, ja! Ja, ja! Was ist das, Mann? Dreimal hat er getroffen! Wie oft, Latte? Wie oft? Oh, Bruder! Das ist halt dreimal Latte in ein Freistoß-Battle. Ach du Scheiße, er trifft die Latte. Also nur 2 Leute in der Mauer. Dein Torwart ist wo ganz woanders. Keine Ahnung, im Urlaub und so. Der Torwart war echt ganz woanders. Wäre der aufs Tor gegangen, wäre der safe drin. Hauptsache wieder Latte. Du hättest 3 Tore mehr haben können, wenn die Lattenschüsse drin gewesen wären. Ja, okay, meine Freunde. Wir sind bereit. Ich bin absolut am Shaken. Es ist der Anfang von FIFA. Ich möchte bitte nicht am Anfang direkt Messi verlieren. Okay, Grüße gehen raus.
Ich habe umgestellt, du darfst schießen, Digga. Ich habe echt Angst. Digga, 800.000 Münzen oder so kostet Messi. 4 Picks, aber die Frage ist gerade, wo hätte ich meinen Messi hingestellt? Bei 4 Picks. Digga, 4 ist echt brutal, Alter. Ja, das ist egal, wo er ist. Ich werde am Ende bereuen, dass ich die Position nicht genommen habe. Weil ich gucke mir gerade die Mannschaft an, es könnte jede Position sein. Also wäre, glaube ich, jede gerade im Kopf. Scheiße, ey. Also das Ding ist, ich habe auch noch Saint-Maximin, ne, und so. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, ja, es gibt auch noch andere, was kostet. Aber es gibt halt zwei Sachen, die, weiß nicht, wo man es richtig bereut, wenn man die Position nicht sagt. Nämlich, wenn stehen gelassen wird und wenn er ins Tor geht. Fuck. Was könntest du denken? Du könntest denken, dass ich die ganze Viererkette wegrasiere? Okay, komm. Für mich ist die größte Undercover-Position gerade linker Flügel. Ich nehme linker Flügel. Okay. Oh, fuck. Oder was von den die Mittelfeldspieler sind auch. Oder der Stürmer oder stehen gelassen? Nee, das fuckt ab alles hier. Ich werf Münze jetzt. Ich nehme rechter ZM noch. Ja. Rechter Innenverteidiger. Und ich nehme den Rechtsverteidiger. Baby. Rechtsverteidiger, nicht linkes ZM. Du hast vorhin kurz was über den ZMs, die mein Herz. Heilige Scheiße, Mann. Jungs, meine Organe machen gerade Gulasch bei mir im Körper. Linker ZM war er. Also, er war linker ZM, mittlerer ZM war übrigens von Maxim, die hast du beide leben gelassen. Du hast aber trotzdem drei sehr gute getroffen vom Ding her. Du hast Ödegaard getroffen, der bekommt jetzt ein Team of the Week wahrscheinlich. Du hast Modric getroffen, mein absoluter Irren-Schwabtschi-Kopf. Dann hast du Versalko getroffen, nächsten Schwabtschi-Kopf. Und dann hast du noch Halstenberg getroffen, in Form. Das heißt, du hast drei von, ja, ich sag mal 5 guten getroffen oder 6. Ladies and Gentlemen, wir sind angekommen beim Discarden. Ich bin wirklich erleichtert. Digga, ich habe absolut Kopfschmerzen gerade vom Discard, ich weiß nicht so wie es ist. Ihr seht, Ödegaard ist drin, Modric ist drin, Risalko und der gute Halstenberg. Die werden abgeschickt. Und ja, das war's dann von mir, Alter. Ich bin ein Ciao-Kakao, Digga. Hat übelst Bock gemacht. Ah, das Ding ist, weiß ich nicht. So am Anfang von einem FIFA-Teil schon jemanden was krasses discarden, da hat man eh so ein bisschen Mitleid. Außer bei Trader Tabak, der sowieso 30 Milliarden auf der Transferliste hat. Da denkt man sich, den tut Messi sowieso nicht weh. Ja, Mann. Jungs, hat Bock gemacht. Was machen wir bei dir demnächst? Die Tage kommt auch ein Video. Wir überlegen uns noch, was wir bei dir machen, ja, oder? Wir beenden entweder wahrscheinlich SBB oder Elfmeter-Challenge. Sowas in die Richtung. Wir schauen mal. Ja, Mann. Deswegen, lasst ein Abo bei Tabak da. Link in der Beschreibung. Verpasst ihr das Video nicht. Und wir sind raus. Macht's gut. Bis dann. Ciao.